ich bin Farina. Ich bin Abteilungsleitung bei einer Tochter der Stadtwerke Lübeck. Und ich leite dort eine Abteilung, die sich mit Schul-IT beschäftigt. Mit Schul-ITs, okay. Wie bist denn du da hingekommen? Wie konnten das zu deinem beruflichen Schwerpunkt werden? Also ich wollte immer schon was machen mit Gemeinwohlorientierung. Das heißt, es hat mich so zum öffentlichen Bereich hingezogen, da die Dinge besser zu machen. Und dass ich etwas Technisches machen würde, das war reiner Zufall. Ich war nämlich Spezialistin im Drittmittelbereich, also konnte Akquise von Fördermitteln sehr gut für Kommunen bei einer Wirtschaftsförderung. Und ich habe dann danach das Angebot bekommen, für eine Hochschule Drittmittelakquise für E-Learning zu machen. Und das habe ich dann angenommen. Darüber kennen wir uns auch. Mach mal ein bisschen so deinen Background auf. Was hast du gelernt, um dahin zu kommen? Ja, ich habe eine duale Ausbildung gemacht bei einem großen touristischen Reisekonzern. Und dann wusste ich eine Zeit lang auch nicht so genau, habe ein paar Sachen ausprobiert und bin dann in die BWL nochmal gegangen, habe ein Fachhochschulstudium in BWL abgeschlossen und habe dann direkt angefangen bei dieser Wirtschaftsförderung, also im kommunalen Bereich. Und ja, das ist eigentlich der Vorlauf dazu. Okay, und dann bist du gleich bei der Drittmittel. Besorgung wollte ich schon sagen. Genau. Also ich war Referentin für Tourismus und Unternehmensförderung. Das heißt, es ging nicht nur um die Finanzierung von Ideen, sondern Wirtschaftsförderungsprojekte im Tourismus oder mit Existenzgründern und Gründerinnen habe ich konzipiert, entwickelt, mit den Leuten da in den Kommunen auf den Weg gebracht. Und in dem Zuge brauchten wir natürlich auch finanzielle Mittel, um die Entwicklungsprojekte umzusetzen. Und da war auch ein Strang Qualifizierungsvorhaben mal dabei für Menschen auf den Inseln und Halligen, um da den Tourismus auch nachhaltig voranzubringen. Ja, und in dem Zuge hatte ich zwar mit Qualifizierung zu tun, aber nicht mit digital gestützter Lehre und dem digital gestützten Lernen. Das kam erst, als ich dann an der TH Lübeck meinen Job als Projektentwicklerin angenommen habe. Die brauchten damals jemanden, der Drittmittel in viel größerem Stil noch akquirieren kann. Und in die Konzepte, die dafür erforderlich waren, musste ich mich einarbeiten. Also das war eigentlich, außer der Qualifizierungsteil, war der technische Teil für mich noch total neu und frisch. Und da habe ich mich dann eingearbeitet. Die hatten zu der Zeit ja noch ein relativ großes Team, was E-Learning als Massenproduktion umgesetzt hat. Und ich hatte da auch viele Menschen, mit denen ich mich dann über diese Themen unterhalten konnte, so dass ich sehr technisch auch einsteigen konnte. Da waren viele technische Funktionen. Der medienpädagogische Teil war immer etwas im Hintergrund. Das war sehr technologiegetrieben. Der Ansatz kam so aus der Produktionsorganisation. Wir haben immer versucht, einmal Aufwand zu betreiben und das dann an vielen Hochschulen auszuspielen, damit das wirtschaftlich ist und nachhaltig. Mhm. Und dann mit diesen Mechanismen musste ich mich ziemlich schnell ganz intensiv beschäftigen. Mhm. Das heißt, E-Learning ist eigentlich dein Einstieg in diesen ganzen MINT-Sektor im weitesten Sinne, ne? Genau so ist das. Fandst du das faszinierend oder was fandst du faszinierend daran, dass du da dran geblieben bist? Ja, erstmal waren es ganz neue Themen für mich und da hat mich getriggert, dass ich mich in was einarbeiten muss. Das war dann die pure Neugier, dieses System kennenzulernen. Einmal die technischen Dinge, die da so stattfinden mit den Menschen, die das mit Leben erfüllen, waren ja viele Informatikerinnen, Informatiker, Programmiererinnen, Programmierer, wo man sagen muss, war sehr männlich geprägt in den technischen Funktionen damals. War spannend zu sehen, wie man in einer Hochschule auch mehr machen kann als Forschung. Das war ja eher Entwicklung, quasi ein ganzer Maschinenraum, der Dinge zum Laufen gebracht hat. Und das war so neu und spannend für mich, dass da 16 Jahre dann ins Land gegangen sind und ich mich mit diesen sehr technikgetriebenen Themen beschäftigt habe. Mhm. Und dann bist du in der Schul-IT gelandet. Ja, ich hatte eine kleine Zwischenstation bei einer Anstalt des öffentlichen Rechts von 6 Bundesländern, Dataport.
Da bin ich eigentlich das erste Mal in die Schul-IT geraten. Und zwar betreiben die Bundesländer sogenannte Schulportale. Das sind im Grunde meistens virtuelle Arbeitsplätze für Lehrkräfte, vielleicht auch für Schüler, Schülerinnen, also diese ganzen E-Mail-Office-Anwendungen, was man so kennt aus dem Microsoft-Universum. Das wird häufig auf Landesebene mit Open-Source-Technologien umgesetzt, sodass auch viel Entwicklungsaufwand da ist. Und da hatte ich das erste Mal Berührung mit Technologien für Schulen und nicht nur für Hochschulen. Und also nicht nur der Bereich Lehre und Lernen wurde da abgedeckt technisch, sondern auch der Bereich der virtuellen Arbeitsplätze, kann man sagen. Alles, was bis in die Verwaltungsdigitalisierung hineinragt, habe ich da kennengelernt und bin dann angesprochen worden, ob ich nicht hier in Lübeck bei der Tochter der Stadtwerke jetzt anfangen möchte. Und zunächst habe ich auch gedacht, es ist ähnlich viel Software. Also das heißt Anwendungsmanagement, Entwicklung von Anwendungen, damit Lehrkräfte, Schüler, Schülerinnen auf technischer Basis arbeiten können. Aber da hat mich doch ein vollumfängliches eigenes Rechenzentrum dann überrascht, sodass ich von der Software dann in diesen Infrastrukturbereich reingeraten bin, kann man wirklich so sagen. Damit hatte ich bei Dataport teilweise zu tun, denn da ist auch ein Rechenzentrum, was betrieben wird, was man dann einkauft, wenn man bestimmte Lösungen für Ministerien implementiert. Aber dass ich nun zuständig bin auch für die ganze Systemadministration, also quasi vom Blech aufwärts, das war eine kleine Überraschung. Aber das war unterm Strich eine Fortsetzung meiner Reise, neue Dinge kennenzulernen. Und eine total spannende Erfahrung, dass es mir Leute auch zutrauen. Und das heißt, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, dass du mit dem Schraubenschlüssel da an den Serverplatten stehst? In etwa, sagen wir mal so. Solche Einheiten brauchen ja unbedingt gute Führungskräfte, die auch was von moderner Führung verstehen. Denn das ist ein wirklich sehr dickes Brett. Du musst ja auch viel Personal akquirieren, entwickeln und halten. Das ist kein Selbstgänger. Und also die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die sitzen tatsächlich an der Werkbank und an diesen Kabeln, an den Racks und machen, ja, patchen. Also meine Aufgabe ist im Grunde das Team, was aus technischen Menschen und Projektmenschen besteht, zu orchestrieren und zu schauen, dass ich der Geschäftsführung klar mache, was wir eigentlich für Bedürfnisse haben. Es ist so, dass die Stadtwerke sich auch selber innovieren durch die Besetzung eines digitalen Geschäftsfeldes jetzt. Also Schule ist nicht das Einzige. Wir machen auch Smart City Lösungen. Das ist sehr neu, als Inkubator alles gestartet. Das heißt aber auch, dass man eben mit so einem Stadtwerke-Konzern und also muss man Stadtwerke-Konzern und das, was wir sehr neu tun, in Verbindung bringen. Man muss da im Gespräch bleiben, verhandeln. Ich muss ja Businesspläne aufsetzen, weil ich Personal brauche. Ich habe plötzlich ganz andere Kunden, mit denen ich spreche. Die hatten vorher Einzelkunden für Energie oder Unternehmen, denen sie Energie verkauft haben beispielsweise. Und nun müssen wir für die Hansestadt Lübeck ein komplette ganzheitliche Schul-IT auf den Weg bringen. Und da braucht man schon agilere Ansätze, um schnell voranzukommen. Die Leute, die wir akquiriert haben, die erwarten das auch, sind natürlich auch vor allem Männer, aber es ist so, dass die sehr flexibel arbeiten wollen, dass die sehr selbstbestimmt arbeiten wollen und das ist noch im Widerspruch zu dem, wie ein öffentlich-rechtliches Unternehmen arbeitet, ein altgewachsenes, großes öffentliches Unternehmen wie die Stadtwerke. Und zwischen diesen Welten bin ich die ganze Zeit im Grunde am Vermitteln. Und dann gibt es ja noch die Kundin Hansestadt Lübeck, die auch bestimmte Vorstellungen hat, warum sie das outgesourced hat. Sie hat es eben nicht der Stadt-IT gegeben, weil sie schon vorhergesehen haben, dass das sonst
vielleicht nicht so gut funktioniert, wenn man muss das neu aufbauen. Das haben sie schon richtig erkannt und haben dann mit der Stadtwerke, mit dem Stadtwerk eine gute Sparringspartnerin gefunden, so etwas auszulagern und neu aufzubauen. Das heißt also, ich habe mit der Hansestadt Lübeck als Auftraggeberin dann auch noch Prozesse, die ich ja orchestrieren muss, verhandeln muss. Das heißt, es ist eigentlich eine Führungsrolle in einem IT-Kontext, die ich da übernehme. Und natürlich gehe ich auch mit in die Schulen. Ich habe gerade eine Begehung gehabt, das ist ja wirklich Kabelsalat zu teilen. Und wir sind jetzt angetreten, um die Sache zu standardisieren, um sie zu zentralisieren und sie professioneller zu machen. Das sind so diese drei Komponenten. Und ja, da sortiere ich das Personal, halte die bei Laune, beschaffe denen Kapazitäten, erkläre der Geschäftsführung, warum wir neue Stellen brauchen, warum wir Dinge so und nicht so tun, übernehme auch einen Teil sogar Öffentlichkeitsarbeit über Social Media, um zu zeigen, wie viel Gutes wir für die Hansestadt tun und für den öffentlichen Sektor. Das läuft ja alles unter Daseinsvorsorge. Und das ist auch der Grund, warum es ganz gut zu den Stadtwerken passt. Da habe ich zum Beispiel auch viel Erklärungen, mit denen ich konfrontiert bin. Ich sollte letztens beispielsweise mal zum Betriebsrat kommen und mal erklären, warum machen wir denn plötzlich jetzt noch ein Geschäftsfeld mit Schule, wo doch der Energiemarkt schon schwierig ist und die Netze sind schwierig. Warum machen wir jetzt so etwas? Ist es nur Spielerei, so ein Inkubator? Also die digitale Tochter, was macht die da eigentlich? Und da habe ich festgestellt, es gibt sehr viel Verwandtschaft zu diesen innerhalb dieser Daseinsvorsorge-Themen. Wir müssen die gesamte Schul-IT möglichst souverän aufstellen, damit wir nicht von großen Anbietern ausschließlich abhängig sind. Wir müssen es in eine Nachhaltigkeit führen. Wir müssen eine eigene Strategie haben, wie wir Bildung eigentlich gestalten wollen. Und diese Themen kann ein Stadtwerk im Rahmen der Daseinsvorsorge recht gut. Die sind schon etwas marktnäher als eine städtische Behörde oder so. Und ja, also da habe ich sogar innerhalb des Konzerns dann so die Aufgabe, das Neue reinzubringen, zu erklären und dafür zu werben. Also extrem vielschichtig, aber immer mit dem Kern, IT zu erklären für Leute, die nichts von IT verstehen. Nach so eine Übersetzerin, ne? Genau, eine Übersetzungsfunktion, aber auch gleichermaßen von der Geschäftsleitung in die Teams rein. Denn ich habe ja wirklich Hardcore-Techies an Bord und für die ist es auch schwer zu verstehen, warum ein Konzern bestimmte Prozesse eingehalten haben will. Und da bin ich auch wieder Übersetzerin dieser zwischen diesen beiden Welten. Und das zeigt eigentlich, dass IT nicht unbedingt damit zu tun haben muss, dass man Informatik studiert hat und die Technik im Detail beherrscht und selber umsetzt und macht. Es gibt so viele Möglichkeiten, in dieser Branche sich nützlich zu machen. Dazu muss man keine technische Ausbildung haben. Natürlich ist das Interesse für diese Kultur, wie solche technischen Menschen arbeiten, ist wichtig. Und ich habe auch immer ein Bild vor Augen, wie solche technischen Architekturen aussehen. Das ist aber eher so ein systemischer Zugang. Wenn du dir Menschensysteme anguckst, kannst du, finde ich, technische Systeme ganz einfach verstehen. Da habe ich immer einen systemischen Blick auf die Dinge. Und so verstehe ich auch, wie diese technischen Komponenten ineinander greifen müssen, was man da braucht, ob so etwas zu komplex wird. Dann hat man immer so ein bisschen natürlich eine Kosten-Nutzen-Betrachtung noch, die man da einhalten muss als Abteilungsleitung. Ich muss ja auch auf die Wirtschaftlichkeit achten. Also das sind sehr vielschichtige Positionen, die nicht unbedingt nur mit dem Löten zu tun hat oder so. Genau, weil das ist ja die Infrastruktur, die auf der das Ganze basiert. Und wie siehst denn du das mit, also es ist ja eine ganze Menge los im Moment in diesem ganzen Digitalbereich, irgendwie Cloud Computing, KI. Wie hältst du da Schritt mit diesen ganzen Entwicklungen? Wie bildest du dir eine Meinung darüber, wo zum Beispiel die Schul-IT stehen sollte und wie viel die darauf zugreift, auf diese externen Angebote? Ich will gar nicht inhaltlich drauf einsteigen, sondern wie deinen Lernweg irgendwie versuchen zu verstehen. Wie das eine ist Learning on the Job, halt, ne? Das andere sind ja auch
vorwärtsgetriebene Themen, die auch gestaltet werden wollen. Wie hältst du dich da irgendwie up to date? Da halte ich mich, also das größte Stichwort ist Internet. Also ich bin sehr viel im Internet unterwegs, auf Social Media, stoße ich auf Artikel und so weiter. Und die ermöglichen mir, diese Sprache der Technik auch zu sprechen. Und natürlich laufen mir dann neueste Themen über den Weg, wie jetzt die aktuelle Debatte über ChatGPT. Und genauso führe ich Diskussionen mit dem Team. Wir sind sehr stark über Messenger vernetzt. Das ist eine ständige Unterhaltung über den virtuellen Raum, auch mit dem Team. Und wir geben uns gegenseitig Themen, die im Internet zu finden sind. Und daraus entsteht ein Austausch. Und ich stelle immer wieder fest, dass auch die technischen Leute nicht alles wissen. Und das sind so Momente, wo ich mal Artikel reinbringe, von denen sie noch nichts erfahren haben. Und das ist im Grunde die Entwicklung einer Schwarmintelligenz, dass ich mich vernetze. Ich habe auch private Gruppen mit ein paar Leuten über Signal, wo ich auch Fragen stellen kann, die mir auch recht schnell und kompetent antworten. Da versuche ich, ein möglichst heterogenes privates Netz auch zu pflegen. Ich kenne Leute, die sich auch hobbymäßig mit Hardware beschäftigen oder mit Datenschutz und so weiter. Es ist eine ständige Vernetzung zwischen Leuten, die sich auch interessieren. Und natürlich habe ich auch, das muss ich sagen, Bücher über agile Softwareentwicklung gelesen, so zum stärkeren Einstieg. Das kann ich auch immer empfehlen, einfach mal Literatur zu sichten. Diese Themen sind nicht technisch, sondern die kommen aus der Managementperspektive. Die kann man, ja, finde ich, immer mit gesundem Menschenverstand und Berufserfahrung, kann man die gut verstehen. Und ja, dann gibt es natürlich auch noch sowas wie, ja, Formate, Barcamps, Meetups. Manches Mal finde ich mich da auch ein auf Veranstaltungen, die möglichst nicht so formal sind, wo du interessante Leute triffst. Damit wären wir eigentlich schon bei dem Punkt, welche Karrieremöglichkeiten du siehst für Leute, die nicht bislang im MINT-Bereich gearbeitet haben, im weitesten Sinne. Das hast du jetzt schon ganz gut ausgeführt, dass es halt ein sehr breites Feld ist, in dem man einsteigen kann. Genau, ich glaube, dass da für fast jeden was dabei ist. Es ist auch in jeder Organisation anders ausgeprägt, ist meine Erfahrung. Also die Rolle, die Rollendefinitionen machen Unternehmen auch oft selbst und es ergeben sich auch häufig Sachen. Umso wichtiger ist es, mit den Menschen, die in so einem Segment arbeiten, mal ins Gespräch zu kommen, Leute kennenzulernen, die Bedarf haben, die IT auszubauen. Und es sind mehr Stellen da, als wir besetzen können. Natürlich sind es auch hardcore-technische Themen, die kann nicht jeder oder jede machen. Aber in diesem Management-Umfeld ist so viel noch frei und so viel zu tun. Ich habe zum Beispiel den stärkeren Einstieg auch über so ein Seminar als Scrum Master geschafft. Das hat mir tatsächlich mal auch, hat mich ein bisschen von diesem Edu-Profil dann weggelotst. Das war auch für mich ein wichtiges taktisches und strategisches Ziel, das bisschen wegzubekommen. Und durch so eine Ausbildung, die ja nicht technisch ist, sondern eher moderativ, hat mein Profil sehr gewonnen und ich konnte mich auf ganz andere Stellen oder Stellen bewerben oder mit anderen Menschen sprechen in den Unternehmen. Und insofern finde ich immer, wer Interesse an Technik hat und die Dinge nicht so negativ sieht, das ist wichtig. Ein gestaltender Ansatz, wie digitale Technologien in ihren positiven Wirkungen zu sehen und daran weiterzuarbeiten, das ist das, was mich auch immer getrieben hat. Und da finden sich dann Anknüpfungspunkte auch für Menschen, die nicht aus der technischen Ecke gekommen sind. Es ist so viel Bedarf, gerade im öffentlichen Bereich, diese Dinge mitzugestalten. Und da kann man ja über moderative Aufgaben zum Beispiel reinrutschen. Dann umgib dich viel mit technischen Leuten, dann kommt die Sache von selbst. Mhm.
Die Jobs, die sind ja nicht in Zement gegossen, sondern die entwickeln sich ja auch, je nachdem, wie die Konstellation im Team dann ist. Und daraus ergeben sich ja dann auch neue Ausrichtungen, berufliche Ausrichtungen. Richtig, und man kann die selbst mitgestalten. Genau. Also ich habe einen ganz, ganz starken Rollenentwicklungsfokus im Moment. Meine Organisation ist aus dieser Start-up-Phase raus und muss jetzt sich setteln, sage ich mal. Wir skalieren. Wir wollen auch anderen die Leistung anbieten. Und da ergeben sich plötzlich in der Organisationsentwicklung ganz andere Bedarfe an Rollen oder mehr Rollen von einer Rolle. Und diese Dinge mitzugestalten, Organisationsentwicklungsfragen zu begleiten, das ist auch ein ganz wichtiger Part. Und gestalten tun natürlich nur die Leute, die drin sind, ne? Weil du kannst nicht dran außen drauf warten, dass irgendwann dein Job dann generiert wird, sondern den kannst du nur gestalten und mitgestalten, wenn du halt da irgendwie teilhaben kannst. Ich glaube, das ist aber nirgendwo im Moment einfacher in der IT, weil es wird dafür bezahlt. Das ist anders. Im sozialen Bereich habe ich auch viele Ideen, aber in der IT haben sie wirklich ein Problem. Und dann wird es gern angenommen, dass man neue Lösungen mitbringt. Und es wird ja auch oft pilotierend gearbeitet. Wir zum Beispiel machen erst 5 Schulen und verkabeln die und schauen mal, wie die Lerneffekte sind, ob wir etwas besser machen müssen. Und dann gehen wir weiter. Das bedeutet, ja, in jedem kleinen Schritt ergeben sich wieder 5 weitere, wo man irgendwie, ja, weitergestalten kann. Was würdest du denn vor allem, also Frauen 45 plus haben wir ja als primäre Zielgruppe hier in unserem MOOC, was würdest du denen empfehlen, einzusteigen in diese Zukunftsgestaltung? Hast du da eine Idee? Ja, ich würde ihnen empfehlen, dass sie sich auf jeden Fall vernetzen. So wie ich eingangs ausführte, das hat mich am weitesten gebracht. Es ist auch wichtig, aus dieser Planungs- und Analysephase für sich selbst rauszukommen. Das habe ich auch oft festgestellt, dass Frauen dann denken, sie müssten eine Fortbildung, Weiterbildung, am besten noch bezahlte Dinge. Also unorganisierte Formate für sich selber finden. Mit einer gewissen Neugier ist das auch überhaupt kein Thema, dass man da weiterkommt. Ich finde es auch wichtig, sich nicht einzureden, dass man ja für diese Sache nicht ausgebildet ist. Ich habe da sehr lange Jahre auch in der Männerwelt viele Sprüche ernten müssen. Es wird einem erst klar, wenn man mal merkt, wie tief man jetzt drinsteckt. Ich glaube, einige aus der Vergangenheit wundern sich, wie weit das jetzt alles gediehen ist. Da muss man sich ein dickes Fell anschaffen und die kleinen Erfolge sehen. Und dann vielleicht auch mal, wenn die eine Station nicht so gefällt, dann wechseln. Wenn man den Fuß in der Tür hat, dann geht es plötzlich sehr gut weiter. Das ist meine Erfahrung auch gewesen nach 16 Jahren TH. Das war sehr lang, TH Lübeck, weil es auch immer ganz gut war. Jedoch ist draußen ziemlich viel los. Und da ist doch einfach mit ein bisschen Mut können sich da ganz neue Dinge ergeben, weil man neue Leute kennenlernt. Und dann wird man womöglich noch angesprochen, weil die ja die Arbeitskräfte im Moment aus den Händen gerissen werden quasi. Ja, und diese positive Sichtweise auf technische Entwicklung finde ich wichtig, gerade für diese Zielgruppe, die ja damit nicht aufgewachsen ist. Vielleicht durch die Kinder, aber da hat man auch immer nur Ärger gefühlt. Weil ja viel konsumiert wird und wir auch noch nicht so viel wissen, Kindesentwicklung und Medien. Aber darum geht es ja auch gar nicht in diesem Fall. Das muss man selber mal ablegen und für sich einen emanzipierten Umgang mit diesen Sachen finden und die Dinge nicht so negativ betrachten. Ich habe häufig die Erfahrung gemacht, dass Diskussionen kommen in meiner Zielgruppe, wie schrecklich das alles ist und wo das alles noch hinführen wird. Und es ist nämlich zu kompliziert und wir verstehen es nicht mehr. Und dann fängt man an, die Dinge schlecht zu reden. Und da ist ein Anfang schön, auch mal Tools auszuprobieren. Es gibt im Internet so viele Spielmöglichkeiten, die man mal nutzen kann. Mit Social Media Tools angefangen, das gehört ja auch dazu. Also die kleinen Dinge selber mal ausprobieren und nutzen. Und ja, ich glaube, es gibt immer auch technische Themen, die bei jedem in der Lebenswelt eine Rolle spielen. Darüber mal nachdenken, dass man ja schon vieles davon nutzt und wie das positiv
ja, einfach für sich vielleicht auch beruflich verwertet werden könnte. Und ich finde es auch wichtig, sich Fakten und Wissenschaft anzugucken, möchte ich auch noch erwähnen. Ich habe viel auch über Systemtheorie gelesen, Führung, Management, viele Dinge aus den Staaten mir auch angeguckt, wie Teams funktionieren, vor allem auch Teams im technischen Bereich, die ja immer sehr weit vorne sind. Zeigt sich auch empirisch, dieses Agile kommt ja alles aus der Softwareentwicklung beispielsweise und wird übertragen auf andere Bereiche. Dazu kann man sich empirische Erkenntnisse angucken und die mal versuchen umzusetzen oder Ansätze davon mitzunehmen. Das hat mir, da habe ich viele Abkürzungen nehmen können, weil ich mit modellbasiertem Vorgehen weitergegangen bin. Habe mir überlegt oder habe geschaut, was gibt es an wissenschaftlichen Erkenntnissen und wie lässt sich das hier vielleicht einsetzen in der Praxis. Können auch Fragmente sein, dass man nicht nur mit Faustregeln nach vorne geht. Das ist natürlich auch wichtig, ne, so Trial and Error, um weiterzukommen, zu testen, zu pilotieren, wieder verwerfen, neu anfangen. Aber auch so eine breite Faktenlage, ein bisschen Lesen dazu in den wissenschaftlichen Publikationen, die man auch viel über LinkedIn trifft. Da muss man gar nicht in den Bibliotheken suchen, sondern viele Menschen posten ja sowas und beziehen es auf die Praxis. Finde ich eigentlich auch sehr hilfreich. Ich habe noch eine Frage. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich es am Schluss auch rausschneiden, weil sie auch ein bisschen bissig ist. In diesen IT-Kontexten, das ist meine Erfahrung, ich bin ja nun auch schon seit fast 30 Jahren da unterwegs und es ist meines Erachtens nicht so, dass dort alle unbedingt mitlernen, sondern da haben wir auch viele Verständnisse, IT-Verständnisse der 90er Jahre noch vorherrschen und auch in der IT-Welt, gerade auch in der spezifischen IT-Männerwelt, die sich so auf über die Jahrzehnte aufgebaut hat, gibt es eine bestimmte Lernunwilligkeit, was die neuen Entwicklungen anbelangt. So würde ich das jetzt mal formulieren wollen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist, wenn man so von der Seite einsteigt, damit einen Umgang zu finden, weil du ja, dein Know-how ist ja mitgewachsen über die Jahre, indem du halt lesend an den Entwicklungen teilgenommen hast. Wie ist also dein Erfahrungsschatz, deine Einschätzung? Ja, ich muss sagen, ich bin ja viel in diesen progressiven Umfeldern gewesen und deswegen bin ich auch weitergekommen. Da ist natürlich wirklich das erste Wichtige, dass man sich mit progressiven Reisen versucht zu umgeben. Die findet man auch oft im Netz, die findet man in Communities. Ich habe jetzt auch das große Glück, dass die Schul-IT sehr viele Männer auch anzieht, die selber eine Sinnstiftung suchen für ihren Job. Die sind schon offen und teilweise ist es auch schon eine Generation, die ist jünger als ich. Ich bin 50. Teilweise sind die so in den 30ern und da stelle ich fest, dass ein Umbruch stattfindet. Das heißt, suche dir Gruppen, die heterogen sind. Ich denke, da kann man schon auch wählerisch sein. Die nehmen dich auch auf. Natürlich gibt es da immer noch kulturelle Unterschiede, aber heterogene Gruppen geben einem da eine größere Chance, Fuß zu fassen. Und gut, im Management beschäftigst du dich immer mit diesem Thema, was ist so, warum sind Dinge hierarchisch, die sind historisch gewachsen, warum sind viele männliche Führungsfiguren da, die haben natürlich einen bestimmten Stil und so weiter. Aber ich habe immer versucht, das aufzubrechen, wenn ich in der nächsthöheren Position war. Ich habe versucht, mit anderem Beispiel voranzugehen und die Dinge dann anders zu machen. Und da muss man sich natürlich Zeit geben. Aber sag mal, der Grundsatz, wenn es heterogene Gruppen sind, die sollte man zuerst aufsuchen. Ich glaube, manchen Leuten kann man gar nicht mehr helfen. Da bleibt die Stimmung so. Andererseits bin ich auch nicht sicher, ob die sich wirklich mit den neuesten Technologien weiter beschäftigen werden. Ob Leute, die so sehr klassisch drauf sind, wirklich übers Internet gehen, in Communities sich engagieren. Ich hatte auch Vorstellungsgespräche, in denen die mir erzählt haben, sie lesen nur die CT. Das reicht natürlich heute nicht mehr.
das ist dann das alte Eisen wahrscheinlich. Das wäre mein Tipp an der Stelle. Und langsam der späte Tropfen höhlt den Stein. Keine Angst vor diesen Strukturen, auch mal einen Spiegel vorhalten. Und da muss man am Anfang viel einstecken. Aber ich habe mir zur Praxis gemacht, dass ich dann erstmal so ein bisschen sammle und irgendwann komme ich mit richtig guten Sachen raus. Und den langen Atem, den versuche ich zu haben. Und dann sind die manchmal ziemlich baff, wie viel ich doch mitbekommen habe von den technischen Themen, obwohl ich sogar Quereinsteigerin bin. Dass man hat doch meistens mehr Erfahrung schon, als man so fühlt. Und das einfach ausleben und auch mal sagen, ne? Aber man, zum Teil muss man erstmal ein bisschen was einstecken. Aber dann kommst du da rein, entwickelst eine Beziehung und dann merken sie, ja, da ist ja doch irgendwas. Und sollte man natürlich nicht zu lange mitwarten, ne? Nur Angst davor brauchst du auch nicht zu haben. Also einen Sparringspartner sollte man haben im Team. Das kann sich ja dann weiter befruchten, ne? Von daher, ja. Ich würde sagen, ist jetzt eh schon lang genug. Wir machen jetzt hier beim Punkt. Vielen Dank, Farina, für deine Learning Journey bis hierhin. Sehr gerne.